So Leute, jetzt gibt es die ultimative, ultra-realistische Minecraft-Compilation und zwar von Stevie. Schaut gerne bei ihm vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und lasst ultra-realistisches Minecraft beginnen. Okay. Das ist jetzt noch nicht so realistisch. Das Wasser. Oh ja. Ich frage mich, wie Minecraft wäre, wenn das wirklich so krass wäre, das Wasser. Also sieht schon geil aus. Ah ja, das splasht jetzt nach oben. Das wäre schon geil. Ah, wie es einfach komplett nach oben splasht. Gibt es irgendeine Mod, die das kann? Nee, oder? Wahrscheinlich brauchst du dafür irgendwie so eine RTX, keine Ahnung was. Ein Quantencomputer, wo mit Pixar seine Videos macht. Und dann, ja, in der Unreal Engine. Weil irgendwie müssen die das ja auch machen. Aber es müsste ja komplett berechnet werden. Okay, jetzt gibt es ein bisschen was mit Lava. So cool aus. Ich würde am liebsten jetzt... Ja, das wäre dumm, aber so die Hand und dann so... Ich weiß noch nicht, warum ich so einen Sound mache. Oh nein, der arme Junge wieder. Oh nein. Boah. Alter, wie er plötzlich anfängt zu glühen. Rest in peace, Brudi. Oder auch nicht. Cool, wie er das gemacht hat, dass der kurzzeitig angefangen hat zu glühen. Wie die so durchtrennt wird. Ist schon geil gemacht. Kann man nicht anders sagen. Oh, jetzt und jetzt noch Lava rein. Wie das so leicht schäumt. Aber womit macht man das jetzt? Ich hatte irgendwann mal nachgefragt und da hatte auch niemand so eine ultimative Antwort. Ist es jetzt wirklich vielleicht auch mit irgendeiner Engine? Und alles so wieder aufgesaugt. Also mit so Unreal oder so, dass man das da so nachträglich einfügt? Aber nee, das macht keinen Sinn. Boah, ich kenne mich mit sowas, Alter, überhaupt nicht aus. Oh, Edgar. So ein Süßer. Ach, Schweine sind cool. Sag mal. Oh. Ja, ich hätte jetzt gerne einmal hier den... Ich dachte, der wird jetzt zum Leben erwacht oder erweckt. Erwacht. Sieht eher ein bisschen aus, oder? Wie Styropor anstatt Schnee. Oder so wie so Fake-Schnee. Was ist Fake-Schnee eigentlich? Aus was ist Fake-Schnee? Oh. Ja, trotzdem sieht es ganz cool aus. Sieht ein bisschen aus wie Backpulver. Oder so wie Persil. So ein Waschpulver. Das ist geil. Junge, das will ich auch. Alter, Schneebälle gegen so Sachen werfen ist cool. Vor allen Dingen, wenn dann immer noch so ein bisschen Schnee an der Fassade kleben bleibt. Das ist geil. Aber, okay. Wer will jetzt was von mir? Oder war das im Video? Nee, es war
tatsächlich jemand vom El Mercho. Denn hier kann ich sagen, ich werde euch sowieso in den nächsten Tagen damit noch ein bisschen nerven. Es wird einen Paluten Adventskalender geben, zusammen mit Weihnachts-Mini-Paluten. Aber dazu werde ich nochmal offiziell was sagen. Aber da geht es eben darum, dass ich gerade was dazu bekommen habe. Oh, sorry, ich war gerade da so am Lesen. Mann, ist ja gut jetzt. Ich bin jetzt hier gerade... Oh, Alter, erinnert mich an Flubber. Alter. So eine richtige Welle. Wonach das wohl schmeckt. Mach doch jetzt nicht alles an. Alter. Das als Mod in Minecraft. Würde das gehen? Warum ist er ein Schaf? Was macht er mit dem? Nein! Oh, ja, da würde ich auch mähen. Ich krieg das Schaden? Ist es nicht am Ertrinken? Oh, Pillager. Ah, das explodiert jetzt ganz realistisch. Das ist geil. Junge, stell dir so Minecraft vor. Hätte auch was. Obwohl, mir ist es... Ich finde Minecraft geil, wie es ist. Ich finde es schön, wenn sie es erweitern. Apropos erweitern, das werden GLP und ich auch im Podcast am Sonntag ein bisschen näher erläutert haben. Es wird eine neue Staffel Flort geben. Aber erst so in, was hat Manuel gesagt? Zwei, drei Wochen? Irgendwie so. Weil er hat ja noch das Problem, er hatte ja eine Operation. An der Nase. Alter. Erinnert mich auch ein bisschen... Ah, das war's! Das erinnerte mich auch ein bisschen an... Ach, wie heißt es nochmal? Mir fällt es nicht ein, mir fällt es gleich ein. Wartet noch kurz, bleibt noch kurz dran. Teardown! Teardown! Da gibt es auch geile Videos zu diesem ganzen Ultra-Rätsel. Ja, ihr wisst, was ich meine, genau. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich wünsche euch jetzt allen noch einen schmackhaften Tag.